Ja, hallo mal wieder hier aus der Aquaristikabteilung im Stanze Gartencenter. Die Teichsaison ist so langsam vorbei und wir rüsten auf für die neue Aquaristiksaison. Heute habe ich einen Experten von der Firma Oase dabei, Marcel Albers, unseren Außendienst. Und wir wollen euch heute einfach mal ein bisschen was über diese zwei Aquarien, die wir hier diese Woche aufgebaut haben. Das sollen zwei neue Schaubecken hier bei uns im Stanze Gartencenter werden. Da wollen wir euch ein bisschen was erzählen. Wo liegen so die Unterschiede und was haben wir hier überhaupt für Aquarien und was haben wir damit auch vor? Hier haben wir unser absolutes Premium-Produkt, wie ich finde. Ein Scaper-Becken, komplett durchdacht für Scaper. Hier haben wir das größte Becken gleich, weil wir haben gesagt, wir backen keine kleinen Brötchen, wir backen die größten. Genau, wenn, dann nehmen wir gleich was Großes, dass wir auch vernünftig Fische da drin präsentieren können. Tolles Layout. Das ist das Scaperline 100, Fassungsvermögen ungefähr 240 Liter. Weißglas haben wir hier verbaut. Ein absolutes Highlight bei diesem Becken ist der Gärungsschnitt. Sind wir fast die einzigen, würde ich sagen. Also es gibt noch ein, zwei, die das machen. Aber wir sind aktuell, glaube ich, die bekanntesten mit dem Gärungsschnitt. Gerade auf dem deutschen Markt findet man das. Auf dem deutschen Markt auf jeden Fall. Ja, eigentlich nicht. Ein großer Vorteil von diesem Kantenschnitt ist natürlich auch, wir haben eine etwas breitere Auflagefläche für die Silikonnaht als bei normalen Aquarien. Das heißt, wir haben damit schon mal ein bisschen mehr Stabilität rausgeholt. Und natürlich der Blickwinkel von der Beckenseite ist nochmal eine ganz andere durch den Schnitt, als wenn ich jetzt auf eine gerade Kante gucke. Das heißt, ich gucke fließend von einer Seite in die andere und kann somit noch einen besseren Blick ins Becken gewährleisten. Dann, was haben wir noch? Also wir haben ein schönes helles Glas. Wir haben hier zum Beispiel einmal natürlich unser Oase-Logo in das Glas graviert. Das ist nicht vorne drauf, das ist nicht hinten drauf, das ist mittendrin. Das ist also wirklich nochmal eine andere Sache. Das ist nicht einfach nur irgendwo drauf gestanzt, das ist im Glas. Und ihr habt keinen komischen Aufkleber, der sich irgendwann ablöst. Richtig. Dann haben wir eine Bodenplatte. Wir sind ja so, dass wir von Haus aus gleich eine Unterlage mitliefern. Wir liefern keine Schaumstoffmatten, aus dem Grund, weil unsere Becken, gerade die Highline- und Scaperline-Becken, sind in der Höhe justierbar. Und damit diese Matte das abfängt, haben wir eine Holzplatte drunter, die wasserbeständig ist und das Ganze halt ausdämmt. Und die ist auch noch aufgeklebt, sodass wir da eben nochmal, das habe ich diese Woche, als wir das hier alles aufgebaut haben, auch gemerkt, sodass man dann nicht noch irgendwie irgendwelche Schaumgummimatten korrigieren muss, sondern es ist wirklich ganz einfach, das Ganze in der Handhabung bei der Installation aufzustellen. Ist super einfach und vor allem, wie gesagt, halt gleich im Lieferumfang mit dabei. Das heißt, der Kunde kauft eigentlich bei dem das Rundum-Sorglos-Paket. Ne? Er hat halt das Aquarium, die Platte, Schrank dazu gleich, alles fix und fertig. Ja, kommen wir zu den Feinheiten vom Schrank, oder? Ich würde auch sagen, gucken wir uns das Schmuckstück mal an. Push to open, wie man eben schon erkannt hat, durch eine kleine Federung, die auch justierbar ist. Also ich kann diesen kleinen Penüpsel hier rein und raus drehen, wie ich Lust habe, und die Schubladen bzw. die Türen anpassen. Unsere Schränke werden alle von Hand gefertigt. Hier drin ist in jedem Schrank ein kleiner Zettel von demjenigen, der den Schrank zusammengebaut hat, mit Originalunterschrift. Das heißt, das ist wirklich in feinster Arbeit Schritt für Schritt zusammengesetzt und nicht maschinell irgendwo aus dem Werk raus vom Band runter. Nächste, was wir uns gedacht haben, ist, ein Scaper braucht natürlich ordentlich Werkzeug. Der hat eine Zange dabei, der hat eine Schere dabei. Und wohin damit? Ne? Sonst liegt es immer irgendwo lose im Schrank rum, sieht nicht aus. Daher haben wir gedacht, wir bauen einfach ein paar Magnete in die Tür, damit der Scaper ganz praktisch seine Tools hier dranhängen kann. Das ist nur eine Kleinigkeit. Das nächste Highlight ist der ausfahrbare Schacht für den Filter. Hier zum Beispiel haben wir den Biomaster Thermo 600, den zum Beispiel dadurch, dass man den Vorfilter sauber machen kann, ohne den ganzen Filter auseinanderzunehmen, ist es schon praktischer, dass man den einfach rausfahren kann. Ist der wieder zugemacht? Der Vorfilter. Der ist neu, der klemmt noch. Da ist er. Na, also ich kann den ganz bequem rausnehmen, den Vorfilter sauber machen, wieder einsetzen und verschließen. Und dafür ist dieses Fach, denke ich, mega praktisch. Ist auf jeden Fall eine super Sache, wenn ihr das mal vergleicht mit anderen Aquarien. Da habt ihr eben diese Schiebevorrichtung nicht und da muss man den ganzen Filter aus dem Schrank nehmen, kleckert nochmal irgendwo im Schrank, muss dann noch alles auswischen. Also wäre dann da jetzt durch auch den, durch eine den ordentliche Fummelarbeit. Ne? Genau. Also wenn man jetzt so überlegt, ich müsste das Ding, ich sag mal so, hier rausnehmen. Man müsste dann ankanten, also ist schon eine klasse Sache und das ist natürlich im Tagesgeschäft, wenn man mal schnell eine Filterwartung durchführen möchte, schon eine erhebliche Erleichterung. Da bekommt man schon gut was von Oase geboten. Auf jeden Fall. Dann kommen wir zur anderen Seite.
Hier ist noch zusätzlicher Platz drin, hier ist noch ein zusätzlicher Boden mit bei, einfach um, ich sag mal, diverse Sachen da drin zu verstauen. Die meisten Skateboarder haben ja natürlich noch eine CO2-Anlage mit dran. Das heißt, ich kann mir die Höhe anpassen, wo ich den Boden reinpacke und kann somit auch eine CO2-Flasche in einer ordentlichen Größe gut verstauen. Dadurch, dass unsere Becken hier nicht die Highline-Becken eine Bodenbohrung haben, um das Wasser ablaufen zu lassen, lässt man den Schlauch ja an den Seiten raus. Und somit habe ich hier die Möglichkeit, die Seitenleiste rauszunehmen, den Schlauch hier durchzuführen und mit den kleineren mitgelieferten Blenden das Ganze zu verschließen. Funktioniert auch mit Magnet, wenn man es richtig rum reinmacht. So. Jetzt kann ich hier ganz bequem den Schlauch durchführen und kann ihn an der Seite hochkommen lassen. Kann das super abblenden mit den beiden mitgelieferten Klötzchen. Und wenn ich sage, nee, will ich nicht, ich möchte es auf der anderen Seite haben, ist da nochmal genau die gleiche Form. Oder wenn man es irgendwo im Hintergrund rauskommen lassen will, geht das natürlich auch. Na klar. Ja, dann haben wir hier noch ein Produkt, das ich so tatsächlich noch nie verwendet habe. Skapersoil, das ist auch jetzt ein neues Produkt, seit diesem Jahr erst erhältlich. Ne? Genau, seit Mitte diesem Jahr haben wir auch unser eigenes Soil auf den Markt gebracht. Einfach um natürlich auch eine weitere Produktlinie für Skaperline zu schaffen, für denjenigen, der sagt, geil, ich möchte alles von Oase haben. Ja, das nächste Highlight, was natürlich auch jetzt absolut mega durch die Decke gegangen ist, ist unser Skimmer. Auf der Interzoo haben wir ihn ja vorgestellt dieses Jahr. Und seitdem eines der meistgeliebten Produkte, ne? Sowohl im Fachhandel als auch schon bei YouTube zu sehen. Ich glaube, du hattest ja auch schon... Genau, wir haben es ja auf Instagram auch schon gezeigt. Einen haben wir davon an einem kleineren Becken, also die 350er Größe an einem kleineren Aquascape bei uns am Laufen und sind damit sehr zufrieden. Deshalb habe ich gesagt, okay, das Becken statten wir auch gleich mit der größeren Variante aus, dass man den hier einfach nochmal schön in Action sehen kann. Ja, also ein beliebtes Produkt und ein Must-Have, finde ich, für jeden Skater. Ihr habt dann immer eine schöne, klare Wasseroberfläche. Kamhaut wird dann kein Problem sein. Gerade bei einem offenen Becken, wenn da so eine Kamhaut oben rumschwabbelt, sage ich mal, ist das nicht so schön. Oder irgendwelche Wasserlinsen, Lemnaminor, das ist dann eigentlich alles Geschichte. Auf jeden Fall. Ja, dann hätten wir noch das Thema Beleuchtung. Ganz kurz und knackig angesprochen. Das Becken wird ja so ausgeliefert, ohne Beleuchtung, ohne Filter. Wir haben einen sogenannten Swing-Adapter, der wird oben aufgesetzt, sodass ich quasi entweder unsere Premium-LEDs drüber setzen kann. Ich kann aber auch rein vom Prinzip natürlich jede andere Beleuchtung. Also es ist jetzt nicht so, dass das Becken mit einer anderen Beleuchtung nicht funktioniert. Und das ist eben auch der Vorteil, ihr legt euch dann nicht auf irgendeinen Filter fest, nicht auf irgendeine Beleuchtung. Ja, ich denke, dann haben wir doch das Skaperline schon ganz gut vorgestellt. Ne? Ich denke auch, das Schmuckstück ist vorgestellt. Nicht weniger bedeutend haben wir hier auch noch ein zweites Becken. Auf jeden Fall. Gerade für den Einstieg in der Aquaristik ist das natürlich auch wieder eine sehr schöne Sache. Auch wieder ein Weißglas, Klarglasbecken. Wie ich finde, super gedacht, dass wir oben eine Glasabdeckung haben. Viele Hersteller sagen sich, naja gut, Glas, okay, dann machen wir eine Kunststoffabdeckung. Ist so eine Sache, ja okay, kann man machen, muss man nicht. Wir haben gesagt, wir legen da schon Wert drauf, dass es eine qualitativ hochwertige Platte ist, eine Abdeckung an sämtlichen Andockstellen, wo Glas auf Glas stoßen würde, haben wir so Gumminopsis drauf gemacht, damit die dann eben nicht mit Vollkaracho da drauf knallen und dann irgendwann mal was abplatzt. Also ihr seht schon, das Becken ist schon auf eine lange Standzeit ausgerichtet und sollte auch im Tagesgeschäft nicht gleich kaputt sein. Da hat Oase dann auch mitgedacht. Auf jeden Fall. Ja, auch hier Push to Open mit einem separat gelieferten Einlegeboden. Auch hier kann ich wieder die Türen verstellen, wie beim Skaperline. Das, was ich hier leider nicht habe, beziehungsweise was natürlich hier nicht ist, ist der ausfahrbare Unterschrank. Das Becken wird standardmäßig, also wenn ich jetzt das als Kombination bestelle, auch mit einem Innenfilter geliefert. Hier haben wir ihn noch drin stehen. Das ist hier jetzt der BioPlus Thermo 200. Also genau. Auch im Innenfilterbereich bekommt ihr natürlich von Oase Thermofilter, dass man die Heizung nochmal schön verstecken kann. Dieses Becken gibt es auch in drei Größen. Hier haben wir jetzt die größte Variante, die 175. Dann haben wir noch 125. Und das 85er. Und genau, das 85er. Wie gesagt, als Kombination bestellt, wird das Ganze halt immer direkt mit Filter und Beleuchtung ausgeliefert. Also im Gegensatz zu den anderen Becken ist das halt ein Komplettset. Ja, aber auch hier werden wir einen Außenfilter nehmen. Für die Beckengröße ist das, denke ich, ganz gut dimensioniert mit dem Biomaster Thermo 250. Man könnte auch zum Beispiel sagen, man nimmt jetzt die Filter Smart Serie. Wir haben da mal was vorbereitet. Den haben wir hier auch einfach mal hingestellt. Wir haben den einfach mal hier. Ist auch ein sehr, sehr guter Außenfilter, der ein bisschen kleiner und kompakter ist. Genau. Auch als Thermoversion erhältlich.
den kann man zum Beispiel auch super gut für so ein Styline-Aquarium verwenden. Gibt es auch in verschiedenen Größen. Also wenn ihr zum Beispiel sagt, ihr wollt jetzt nur das Styline 85 haben, wäre zum Beispiel der Filtosmart 100 eine schöne Größe. Und sogar noch kleiner tatsächlich. Stimmt, also es den gibt 60er den sogar habt ihr 60er. Auch. Also für ja, euer also Nanobecken könnt ihr dann auch tatsächlich ein ganz kleines. Und den auch sowohl mit einem Heizer, dass ein 25 Watt Heizer reinpasst. Also die Dinger sind schon wirklich super. Wir haben natürlich kein Vorfiltersystem wie der Biomaster. Das ist natürlich dann wieder eine Sache. Hier ist nur ganz einfach eine Filterkartusche mit Schaumstoff drin und dann halt die Keramik. Aber wenn man nun sagt, okay, ich möchte einsteigen und nicht zu viel Geld erstmal ausgeben, ist das natürlich auch ein tolles Produkt. Definitiv. Was man für so ein Becken natürlich super gut nehmen kann. Super Alternative zu dem Biomaster. Ja. Genau. Und es gibt verschiedene Dekore bei den Aquarien. Genau. Das gibt es zum Beispiel einmal wie hier zu sehen in Weiß-Matt. Und dann gibt es das Ganze nochmal in Schwarzmatt. Also eigentlich für jede Einrichtungsmöglichkeit, was da was Helles, was Dunkles, da braucht man einfach zeitlos. Ja. Genau. Auch beim Skaperline, das haben wir glaube ich eben vergessen, gibt den Schrank einmal in Graumatt und einmal in Schwarzmatt. Genau. Abdeckung habt ihr ja sowieso nicht, das ist ja ein offenes Aquarium. Ja, richtig. Und ja, also man kennt es ja aus dem japanischen Aquascaping, das ist auch so ein bisschen daran angelehnt und auch von der Wertigkeit her kann dieses Aquarium es da auf jeden Fall mit aufnehmen. Auf jeden Fall, genau. Hier zum Beispiel haben wir eine Classic LED, die auch gleich mitgeliefert wird, ist rein weiß, also von daher auch nichts großartig an, aus, fertig. Ne? Mehr braucht man nicht beachten, nicht wie bei der Premium-Schiene, wo ich dann noch den Controller haben muss, um das Ganze denn zu steuern. Ganz schlicht einfache, superhelle, weiße LED. Also auch für Einsteigerbecken könnt ihr da eine schöne Bepflanzung mitmachen, da beraten wir euch natürlich gern. Könnte ich mir zum Beispiel super gut auch ein Scape mit schön viel Aufsitzerpflanzen vorstellen. Ich glaube, so werde ich das auch machen. Und dann wird das richtig gut. Ja, ja. Ich denke, dann haben wir doch einen ganz guten Einblick in das, was bei uns so in der Aquaristikabteilung gerade vor sich geht zur neuen Aquaristik-Saison. Und eine schöne Produktvorstellung für euch von den Oase-Aquarien gegeben. Ja, und dann sage ich mal, danke Marcel, ja, danke für die Einladung, dass du bei uns heute vor der Kamera gestanden gerne, gerne. Hast. Ja, dann würde ich sagen, kommt vorbei, lasst euch ordentlich beraten und wir bestellen euch die Aquarien gern, teilweise haben wir sie auch vorrätig. Einfach mal vorbeischauen. Bis dann. Tschüss.